liebe Vereinsmitglieder, liebe Vereine, liebe Urlauber. Ich möchte hiermit heute am 15.12. unseren 8. Weihnachtsmarkt eröffnen und mich schon mal ganz recht herzlich für die Mithilfe beim Harzclub, beim Schützenverein, für die Spende vom Angelverein bedanken und auch bei den Weihnachtsmännern, die mir das wieder organisatorisch die ganzen Genehmigungen eingeholt haben. Und ich hoffe mal, dass wir heute ein schönes Fest erleben werden. Erfahrungsgemäß geht es ein bisschen später immer los. Wir werden zur Eröffnung jetzt die Trachtengruppe erwarten. Und circa gegen 15.30 Uhr werden die Jagdbombläser kommen. Und so gegen 16.30 Uhr wird der Weihnachtsmann Einzug halten in Begleitung mit den Weihnachtsmännern, den Schellen und den Peitschen. Wir haben heute hier im Angebot vom Harzclub warme Getränke, Kuchen, Bastelsachen. Unser Ortschronist hat vom Harzfest eine DVD erstellt, die vorne käuflich erworben werden kann. Sind ca. 100 Minuten drauf. Für 5 Euro, glaube ich, hat er gesagt. Jawohl, Herr Dick. Ansonsten werden wir heute nebenbei hier das MDR-Fernsehen haben, die unseren Weihnachtsmarkt ein bisschen populärer machen sollen und auch die Weihnachtsmänner ein bisschen ablichten wollen für ihr weihnachtliches Fernsehsendung MDR um 11. Das wird am 25. ausgestrahlt und ich hoffe mal, dass sie ein paar gute Aufnahmen von uns machen werden. Ich wünsche euch allen ein gutes Gelingen und ich hoffe, dass sich der Saal noch ein bisschen füllt. Ho, ho, ho! Drum tragt sie heil in eure Stube. Nehmen sie mit in euer Haus. Und nach Weihnachtslieder erklingen. Friede und Freude sein in jedem Haus. Heute fehlt der Traum und die Berge.
So, liebe Einwohner von Altenmarkt, denke mal in den nächsten Minuten von der Weihnachtszeit hier langsam einzuhalten. Ja, ja, ist ja alles ganz gut und schön, aber Sie können ja auch. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nicht mehr erinnern.